Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum LS17 hier auf der Hof Bergmann. Mit dabei ist der Stahlhase und der Fabi747. Hallo. Hallo, auch an die Zuschauer von mir. Ja, wir haben mal die Arbeiten gewechselt. Fabi tut jetzt so ein bisschen dreschen. Ich fahre jetzt mal das Stroh ein. Jo. Ja, mal den Drescher wegen testen. Wie heißt der jetzt? Niva, Rostelmarsch Niva. Ach da, Niva. Den gab's schon als Ding, den hat man als Bonus Drescher dazu bekommen, LS17. Gold DLC, Gold Addon, was war das? Wollte ich auch gerade fragen, ja, ob der da nicht dabei war. Weil da kam der, glaube ich, dazu. Soll ja bald das Gold, das Big Bad DLC kommen. War der nicht beim LS15 dabei, bei dem Gold-Dingsbums auf der Sosnovka? Ja. Weil du gesagt hast, beim LS17. Ach, aber ja, da gibt es ja noch nicht. Nee, LS15. Was ich mal Bock hätte wieder, ist LS13 zu spielen. Ja, ich war gestern auch am Überlegen. Weil LS13, da gab es noch die schönen Mods, sage ich mal. Da gab es den schönen Fendt 516er oder was das war von Akku-Modding. Ich überlege mir das, glaube ich, mal noch. Und dann auf die Holzhausen oder was, oder Two Rivers. Wäre ich sofort dabei. Holzhausen war eigentlich eine prima Map, muss man sagen, dazu. Beim 15er bin ich noch beim Überlegen, ob ich es mir hole. Was, das Gold-Addon oder? Nee, na, das 15er überhaupt. Oh. Hast du den gar nicht? Nee, ich hab erst mit 17er. Oh, achso. Ja, aber LS11, der größte Unterschied war ja erst eigentlich vom LS11 zum LS13, sage ich mal. Ja, das war echt Riesenunterschied. Felder kaufen. Ja. Andere, ich sag mal, bessere Grafik auch, irgendwie ein bisschen. Komplett verbesserte Grafik, ja. Und eine tolle Standardkarte, die gefällt mir eigentlich von allen noch irgendwie am besten. Weil, also die Hagenstedt war eigentlich eine geile Standardkarte, die konnte man lang genug spielen. Am Anfang, wie ich da immer die Videos geguckt habe, ich war mir nicht sicher, ob ich es mir kaufen soll, 13er. Ich war immer total verwirrt, wie die vom Shop rausgekommen sind. Mhm. Aber dann, wie ich selber das Spiel dann gehabt habe, also das war echt eine richtig geile Map. Auch die BGA ein bisschen weiter weg. Ja, große Felder, klein bis groß. Dann gab es ja auch noch, es gab doch dann noch so eine Hagenstedt Modified dafür, die war dann, hat auch richtig gut dazu gepasst. Oder so ein Schadensmod dann. Ja. Meistens ist man dann so oder so mit dem, wie soll ich sagen, ach ich bin voll, meistens ist man dann so oder so mit dem, ja, Schlüter gefahren. Sag ich mal. Bin ich für eigentlich überhaupt, also recht selten damit gefahren. Oh, okay. Boah, ich bin eigentlich relativ oft Schlüter-Fan. Im Multiplayer bin ich den dann am Schluss gefahren, aber... Ja, 6810, der war ja noch richtig gut. Der John Deere oder was das war. Es waren eigentlich alle Mods im LS13. Ja. Das Manko hat dann erst begonnen mit dem LS15. Ja. Da hat man so langsam bemerkt, so langsam beginnt die Scheiße, sage ich mal. So, dann schieben wir mal hier rein in diese, in diesen Schuppen mit diesem Strohgebläse. Nun gucken wir mal, ob das da oben mehr wird. Ah, habe ich immer noch drin.
Was hast du nicht? Bei der letzten Folge schon nicht angemeldet gewesen und jetzt wieder nicht. 16.000. Das Einzige, was ich ändern muss, ist links oben die FPS, dass mir die nicht angezeigt werden. Die werden ja normalerweise nicht im Video angezeigt. Doch. Zumindest bei mir nicht. Na, vielleicht kann ich das irgendwie ausschalten, mal schauen. Ich habe sie zweimal drin. Ah. Einmal mit dem Overwolf, dass ich auch sehe, mit wem ich mich gerade unterhalte. Ja, Strobert oben her. Und die Textur, die Grafik, die kann ich ein wenig höher stellen dann. Ja. Auf was spielst du überhaupt? Spielst du auf sehr hoch in LS17 oder spielst du auf normal hoch? Ich glaube, das dürfte jetzt normal sein, weil ich ja den erst vor 2 Tagen wieder installiert habe. Ja, dann ist normal hoch. Brauchst du einen Abfahrer? Noch geht's. Ich krieg das Feld locker noch rein. Manuell, du irgendwie? Nö, alles in Ordnung. Alles Butter bei die Fische. Jo, dann holen wir den Scheiß schnell runter. Aber der G80, der ist schon so ein Powerpferd. Der bockt sich richtig, ja. Kann den Ladewagen ziehen. Ja, vor allem ohne Probleme zieht er den einfach. Wie viel PS hat denn der? 80. Glaube ich, oder 75, sowas ungefähr. Schade, dass die Gabel nicht wirklich funktioniert. Damit kannst du keinen Ballen wirklich lupfen. Aber sonst bockt der sich wirklich. Ja, das weiße Lenkrad, das hätte man vielleicht noch ein bisschen einen Schwarzton geben können. Und ja, der fetzt mit 20 km/h ohne Probleme hier lang. Ja. So, dann können wir hier gleich pflügen auch noch. Wir haben ja zwei Pflüge. Keine Ahnung, was da die Mehrzahl ist. Lässt jetzt eigentlich im Hintergrund Musik mitlaufen vom LS oder nicht? Die Standardmusik da war, wie es was im Radio da kommt, oder? Ja. Nee. Ich habe den Ton vom LS in-game und das war's. Okay. In Streams mache ich das wohl. Oder so im Videos. Ja, ich habe mir schon überlegt, ob ich mal was machen soll, aber keine Ahnung. Weiß es nicht. Ja, ich war auch ein wenig überlegen. Aber ich werde mir wahrscheinlich irgendwie GEMA-freie Musik irgendwie mal holen. Ja, da habe ich mir schon eine Playlist zusammengedüdelt. Oder so, ja. Und die dann ein bisschen mit dahinter spielen lassen. Ja. Mann, Stallhase, soll ich dich mit unterstützen oder? Nö, Feld ist gleich fertig. Was ist denn auf Feld 17 oder auf Feld 22? Ich glaube, da ist Mais und Ding Sonnenblumen. Könner Mais und ja. Können wir beides nicht holen oder haben wir da andere Schneidegeräte? Können wir noch nicht holen. Wäre eine Idee noch zu holen. Oder wir lassen es erstmal. Oder man mietet sich irgendwann noch einen Maishäcksler und häckselt es dann weg. Entweder also Körnermais. Das müsste man dann entscheiden. Entweder Körnermais oder normal Häckselgut. So, nochmal einen halben Ladewagen, wunderbar. Hast du schon irgendwo einen Dampfstrahler stehen oder noch nicht? Normalerweise müssen hier irgendwo auf der Map welche stehen. Ich habe die fest verbaut gelassen, die der Modder verbaut hat. Ich kann noch mal gucken, wo die sind. Lalalala. Nee, die sind gar nicht mehr drinnen. Waren eigentlich drinnen im Singleplayer, nämlich. Stellst du einen mit her oder soll ich ihn so wegstellen? Ich kann einen herstellen.
Wenn du mir die 4500 gibst. lalala, wo da stellen wir steht den? doch einer. Hä? Da steht einer. Okay, wird mir aber nicht angezeigt, deswegen doch. Frage. Na gut. Weil ich gerade am gucken war, weil da hätte sich auch gut einer hinstellen lassen, aber da steht schon einer. Ja, da ist der Waschplatz, glaube ich, da hinten. Ja. So, dann leeren wir den Rest noch aus. Ja, dann können wir zu zweit pflügen. Einer kann hinterher grubbern. Und ja, dann läuft es seiner Dinge. Na, düngen dann mal. Ja, düngen, genau. Müssen wir vorm Pflügen normalerweise, oder? Ja, macht Sinn. Den Ladewagen lasse ich hier oben stehen gleich, komm. Ups. So, leer, leer. Gut. Dann schalten wir den Bock hier aus. Kann man den Ladewagen mal wieder irgendwie runterlassen? Ups, ausschalten noch. Aha, so. Gut. Tür geht auch zu. So, den lassen wir ist ja rum. Geil. Ich pflüg dann hier gleich. Oder sei, verräumst du den Anhänger noch? Ja. Automat. Was willst du damit machen? Ich würde sagen. Ja, das ist jetzt die Sache. Wir haben kein Flüssigdünger. Das ist so die Sache jetzt. Entweder hauen wir das in Dings rein oder wir hauen das in keine Ahnung, in Sackgut-Ding rein oder ins Lager, keine Ahnung. Ja, mir ist egal, musst du wissen. Ja, haus mal ins Lager rein. Ist sinniger. Rätst du mir noch, wo das steht? Ja, kann ich. Warte, ich komm nochmal schnell zu Feld Nummer 4 und hol den zweiten Enger. Ja gut, dann kann ich noch eine Runde pflügen. Ach nee, da war ja scheinbar dran. Ja, dann koppel ich die trotzdem gleich. Hey, lass mich mal wieder in meinen... Hey, wo ist mein schöner M-Betrag hier? Danke. Wie viel Wumms hat der eigentlich? Der im Betrag, weil der hört sich doch eigentlich schon sehr monströs an. Oh, 135, okay. Der hat einiges am Wumms. Sollen wir jetzt vorm Pflügen düngen oder sollen wir es nach dem Pflügen machen? Ja, Feld 4 ist doch schon, da hast du ja das. Weißt du, wo das Lager ist? Ja. Hof. Und dann fahr du mal vor oder so. Vielleicht nicht versenken. Konnte ja keiner an, dass du da noch mitten im Weg stehst. Mach ich wieder. Ja, die anderen Felder düngen wir vorm Pflügen noch. Das eine Feld, die Feld 1 oder was das ist. Ui, da kämpft aber ganz schön der Deutz. Ja, zwei Anhänger. Fast voll, denke ich. Nee. Insgesamt habe ich 53%. Mhm. 90 PS hat er, glaube ich, nur. Also er hat relativ wenig. Oder 80, ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube mit 8 km/h. Jetzt beschleunigt er langsam wieder. Jojo. Pflügen ist auch so eine Arbeit für jeden Hans und Franz.
Aber vor dem Deutz, das gefällt mir irgendwie nicht. Da sitze ich viel zu weit hinten irgendwie. Bin den noch nicht wirklich, oder... Ich war, was mich so ein bisschen an dem Deutz ärgert, dass er den Standard-Sound vom New Holland drinnen hat, glaube ich. Ja. Das ärgert mich auch meistens immer an solchen Mods. Das sind Top-Mods, aber sie haben dann den Sound von irgendwelchen Standardgeräten drinnen. Das ist das Silo? Ja, ein anderer Silo. Also da nicht hin. Für Silage. Das ist für Silage wohl. Ah! Perfekt eingepackt. Ja, dann dreh ich mal um. Da hinten ist das, glaube ich. Da musst du von einer anderen Einfahrt rein. Da musst du auf die Straße raus und wieder rein da irgendwo. Bin ich gerade drüber. So, aber hier kannst du was eintanken, abtanken. So, wenn du vom Hof rausfährst. Von der anderen Seite dann. Da wo das rote Tor ist. Wo ist denn ein rotes Tor? Oh, warum habe ich jetzt so viele Lecks? Hof aus rechts. Der Hofausfahrt, warte, ich komm rum. Warum rechts? Ich bin links gefahren. Hast du eine Links- und Rechtssperre? Nee, ich bin schon lange links raus. Versuch hier das Auto anzuschieben, aber das wollte nicht. Was hast du eigentlich mit deinen Tausenden von Rollern gemacht, Fabi? Hast du die eigentlich wieder irgendwo den nächsten, ja, keine Ahnung, wem verkauft? Nee, ich habe eigentlich noch alle. Du hast noch alle. Oh. Mit einem bin ich unterwegs. Den anderen habe ich jetzt hergerichtet. Mit dem bin ich jetzt... Oh, da muss ich rückwärts hoch. Mit dem anderen bin ich jetzt bald unterwegs. Und das Auto? Ja, mit dem auch. Oh Gott. Also meiner steht, seit ich dem das Auto habe. Mein Vater fährt noch ab und zu mit rum. Also mein Roller hat schon Kilometer bekommen durch die Arbeitsfahrerei. Meine Fresse, ey. Ja, meiner kriegt jetzt auch einige drauf. Und das ist richtig scheußlich, wenn du jeden Tag 15 Kilometer mit dem Ding fährst. Und du kannst dem Kilometer-Ding zugucken, wie es nach oben läuft. Ja, ich weiß. Aber ich kann nicht rückwärts fahren. Soll ich's machen? Kann man die Achse irgendwie sperren? Nee, leider nicht. Soll ich's machen? Ja, fahr mal du hoch, ich guck dir zu. Ah, wo bist du denn? Ja. Schön, ist hier irgendwo, aha. Kannst du auch das Getreide schroten, ne? Ja. Wäre auch noch eine Idee. Den Raps da rein und den Weizen haben wir in den Getreideschrot da rein. Das musst du mal mit dem, ja, hast du geschrotetes Getreide. Das kannst du den Schweinen geben oder verkaufen. Bringt halt mehr Geld, sage ich mal. Oh, der schwimmt weg hier. Was ist das denn für ein Kack? So. Jetzt fährt er mich gleich zusammen. Ja, falsche Seite natürlich noch. Ja, wollte ich gerade sagen, du kriegst das ja, alles da links raus. Mitfahren. So. Darf ich mitfahren? Ja, hier. Hallo. Du kannst den anderen Anhänger zu Stahlhause fahren am besten. Was soll ich damit? Jo, hau mir in die Schroterei rein. Was bringt denn das beim Verkauf? Wo haben wir denn das? Getreide bringt normal. Nicht für die Welt. Chris? Ja? Hast du schon mal auf die Uhr geschaut? Nö. Bin ich ehrlich, ganz ehrlich. Also das letzte Mal, wie ich auf die Uhr geschaut habe, war es 19 Minuten früher. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wieder mal.
Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es hier weitergeht. Und ja, schaut bei Fabi vorbei. Tschüss. Schaut bei Chris vorbei. Ja, servus. Tschüss.